Ja, hallihallo, hallöle, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein etwas anderes Let's Play. Wir spielen heute Hearthstone, mal etwas anderes als Indie-Horror. Gut, gruselig wird es vielleicht auch gleich, aber wir checken heute mal den neuen Söldner-Modus aus. Und ich bin gespannt, was das wird, ob mich das wieder motiviert oder ob Hearthstone, ja, immer noch nur für Pros gemacht ist. In diesem Sinne, guten Tag, habt Spaß, lehnt euch zurück, ich freue mich, dass ihr da seid. Euer Baldassaro, bis gleich. So, legen wir los mit dem Söldnermodus. Okay, dann stellen wir ein Team zusammen. Ich bin sehr gespannt, was wir da machen müssen. Es lädt vor sich hin. Ah ja, und wir treffen als erstes auf eine riesige Ratte. Dann spielen wir mal. Ich bin gespannt, wie das handgehabt wird. Aber das werden wir gleich sehen. Der Schlüssel zum Sieg liegt darin, kritischen Schaden auszunutzen. Das wollen wir doch dann mal sehen. Okay, das ist das Tutorial. Wählt diesen Söldner aus. Mache ich. Angriff gibt an, wie viel Schaden verursacht wird. Und Leben gibt an, wie viel Leben dieser Söldner hat, also wie viel Schaden erlitten werden kann. Ja. Okay, das heißt, das war's. im Kampf setzen die Söldner ihre vorbereiteten Fähigkeiten automatisch ein, vernichtet alle Feinde, um zu gewinnen. Macht Sinn. Angriffsfähigkeiten verwickeln den Feind in körperlichen Kampf. Aber Vorsicht, im Gegenzug erleidet ihr dabei auch Schaden. Andere Fähigkeiten können aus sicherer Entfernung eingesetzt werden. Gut, das heißt wahrscheinlich, oh, hier ist jetzt egal, wen wir hier angreifen. Wobei, nein, ihr macht mehr Schaden. Und das machen wir so. Und das sollte jetzt unser Sieg sein. Gut, der Tutorial Mode ist natürlich leicht. Eine Arkansalbe, alles klar. Wir klicken, um fortzufahren. Wo fahren wir denn hin? Nicht schlecht, aber bleibt konzentriert. Ihr habt Gesellschaft. Den Kobold-Stibitzer also. Dann schauen wir einfach mal. Könnt Söldner herstellen, wenn ihr genug von ihren Münzen besitzt. Alles klar. Der Kampf spielt sich nach der Temporeihenfolge ab. Fähigkeiten mit niedrigerem Tempo werden zuerst eingesetzt. Bei gleichem Tempo entscheidet der Zufall. So, jetzt gucken wir mal. Dreier-Schaden macht natürlich mehr Sinn, wenn man hier rüber geht. Nein, das ist egal, dann kriegen wir den Gegner einfach gleich los. Das ist jetzt der Arkanschaden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Jawohl, und hier. Aha, greift einen Feind an. Gott. Jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Fügt einem Feind 4 Schaden zu. Dann nehmen wir auf jeden Fall wieder den hier. War das taktisch klug? Weiß ich nicht.
Ja. Vernichten sich dann selbst. Mensch und Nachtelf. Vielleicht muss ich jetzt auch ein bisschen erst reinkommen. Ich habe schon geklickt. So, was haben wir denn da? Ein Murloc-Krümel, der ist mutig. Wir bekommen Xyrella als neuen Söldner, die einen Schaden macht. Renai, was ist sie denn? Priesterin oder? Wir spielen das mal. Und müssen uns dann eben die Taktik herauspfriemeln. Söldner können doppelten Schaden gegeneinander verursachen. Aha. Das ist einfach mal kämpfen jetzt. Ja, greift einen Feind an. Todesstoß stellt bei diesem Söldner wieder 10 Leben wieder her. Gut, was haben wir hier? Fügt einem Feind 2 Schaden zu und verleiht minus 2 Angriff in diesem Zug. Ah ja. So, und hier haben wir dann, fügt einem Feind 4 Schaden zu. Gut, der hat jetzt viel Leben, aber macht keinen Schaden. Und kann man das eigentlich nur einmal einsetzen? Ja, oder? What? Ah, okay, man kann beide einsetzen. Leben herstellen brauchen wir jetzt noch nicht. Hier 4 Schaden schon mal. Dann machen wir den hier weg. Oder? Ach nein, den Todesstoß haben wir hier noch gar nicht, aber das werden wir dann sehen. Das war's. Ja, das ist jetzt nicht so wirklich schwer. Also, jetzt in diesem Modus, sage ich mal. Ach, das sind Marshmallows. Sehr schön. Und dann wird natürlich die Karte entsprechend gelevelt. Schnell und effizient. Gefällt mir. Captain Grünhaut. Ein Söldner eurem Team beitreten. Grommer Schöllschrei schließt sich unserer Gruppe an. Seht ihr den Edelstein über dem Kopf des Ziels? Passt gut darauf auf. Das heißt, ihr solltet euch auf mehr Kämpfer in dieser Schlacht gefasst machen. Oho, okay, das werden wir jetzt dann gleich sehen, was hier passiert. Versucht Feinde mit euren Todesstoßfähigkeiten zu besiegen. Ja, das haben wir jetzt gerade gesehen, ne? Der eine Todesstoß gibt 10 Leben zurück. Konzentriere Feuer auf Heiler, dann schauen wir mal, ob da ein Heiler mit dabei ist. Es können nur 3 Söldner gleichzeitig im Kampf sein. Die verbleibenden Söldner warten auf der Bank als Reserve. So, wir schauen mal. Das ist Captain Grünhaut. Und ein Blutsegel-Kanonier. Greift einen Feind an. Todesstoß erhält 5 Angriff zusätzlich. Und Todesstoß haben wir jetzt noch nicht. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal Brande. Hier die Schaden, den Schaden verringert. Und Kariel
Romane wartet erst. Gut, jetzt darf ich befehligen, fügt einem Feind 4 Schaden zu. Können wir es trotzdem noch weiter auswählen oder ist... Nein, 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 oh Mann, nein, nein. Wir verringern seinen Schaden und was macht er hier? Greift einen Feind an. Dann machen wir das hier mit. Holdrio! Ersetzt besiegte Söldner mit anderen von der Bank. Besiegte Söldner können für den Rest der Karte nicht mehr kämpfen. Das war klar. Wir sind bereit. Mehr haben wir jetzt auch gar nicht. Den hier werden wir definitiv. So. Ha. Wir vernichten lieber immer erst einen. Jo. Jetzt können wir doch die drei auf einen losgehen lassen. Nee. So, und jetzt sind wir auf den letzten Kampf gespannt, den Bossfight, wie ich das gesehen habe. Let's fight the Boss. Da ist das Ziel. Geht in Position und schaltet es aus. Captain Hogger, Endboss, besiegt den letzten Boss, um epische Beute zu erhalten. Da bin ich mal gespannt. Durch Elite-Begegnungen erhaltet ihr wertvollere Schätze. Ja, das kommt noch darauf an, ob man sie besiegt oder nicht. Ne? Debattiere Gnoll-Politik. Oh mein Gott. What? Warum? Tja, tja. Also Schadensverringerer sind ja immer gut. Warum habe ich nur... Wo ist denn meine vierte Karte? Hatte ich überhaupt vier? Ach nein, Quatsch. Was is denn jetzt? Verleiht einem anderen Charakter all euren Angriff in diesem Zug. Ach je. Wir haben jetzt aber keinen Zauber, der das unterbinden kann. Das heißt, könnte 7 Angriff verleihen, aber. Ja, was mache ich denn jetzt? Nee, wir machen jetzt erstmal das und gucken, ob das funktioniert taktisch oder ob es bescheuert war.
Natürlich sollte man vielleicht zuerst diesen Herrn angreifen. What? Das sieht mir jetzt gerade leider so aus. Dass meine Taktik möglicherweise falsch war. Auch nicht. Ja, mein Freund, das wird knapp, aber ich habe trotzdem gewonnen. Auch wenn sehr, sehr knapp war und die Taktik vielleicht nicht die optimalste, aber immerhin. Juhu, erster Arbeitstag, Söldnerbelohnung, gewinnt ein Kopfgeld im Söldnermodus. Da gucken wir uns jetzt dann gleich. Cyrilla ist jetzt auch wieder da. Hat eine neue Fähigkeit bekommen und zwar Blitzheilung stellt 5 Leben wieder her. Sehr schön, sehr schön. Ja, man muss sich da erstmal ein bisschen reinfinden in die Taktiken und da gibt es mit Sicherheit noch mehr und jetzt sind wir gespannt. Was gibt es denn da Tolles? 35 EP, 50 EP, 35. Wahrscheinlich EPs, oder? Gehe ich mal davon aus. Ich glaube, dieses Leben passt zu euch. Züge diese Runde 16, alles klar, wir haben gewonnen. Tyrande haben wir verloren, Grommash haben wir verloren und Xyrella verloren. Aber immerhin, Kopfgeld abgeschlossen. Und damit. Haben wir unsere Quest, gewinnt 2 Kopfgelder im Söldnermonus, absolviert 3 Spiele als Dämonenjäger, Priester oder Schurke, absolviert 3 Spiele als Dämonenjäger, Paladin oder Krieger. Willkommen zu Hause, Söldner. Es sieht nach nicht viel aus, aber mit ein bisschen Mühe wird das hier das Herz eurer Operation. Ihr habt genug Material, um ein neues Gebäude zu bauen. Also los. Okay, haben wir jetzt hier in Hearthstone. Das Housing, okay, wir machen unsere Söldner stärker. Das Gasthaus ist gratis und wir bauen uns ein Gasthaus. Und dann besuchen wir das auch mal mit den Söldnern. Ihr könnt die Fähigkeiten eines Söldners mit den Münzen dieses Söldners aufwerten. Versucht es mal. Wir werten das hier auf, denn Schaden ist natürlich immer gut. Ja, hallo? Oder habe ich noch zu wenig? Ach so, ich muss es hier aktivieren. Seid ihr euch sicher, dass ihr diese Fähigkeit aufwerten möchtet? Jo, das möchte Ausgezeichnet. ich. Vorbereitung macht oft den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Das ist wohl wahr.
Machen wir hier auch noch was? Nein, haben wir jetzt ja nicht mehr. Mit Tyrande sind wir fertig. Dann gucken wir mal zu Xyrella. Stellt 5 Leben wieder her. Da können wir noch nicht. Braucht auch 50. Braucht auch 50. Was macht die hier? Wieder im Feind 5 Schaden zu. Verleiht ihm minus 4 Angriff in diesem Zug. Das ist auch wichtig, diese Schadenreduktion. Aber geht noch nicht. Und dann noch Ariel. Können wir da irgendwas machen? Nein. Ist die nächste Karte. Greift einen Feind an Todesstoß. Stellt bei diesem Söldner 20 Leben wieder her. Ist der Kreuzfahrerschlag. 2. Brauchen wir aber auch 50. Und für Spott stellt bei diesem Söldner 7 Leben wieder her. Er erhält Spott für einen Zug. Auch wichtig für die Verteidigung. Und jetzt schauen wir noch, was Grommasch noch hat. Der hat gar keine Münzen mehr. Hier wäre, greift ein Feind an, der Todesstoß. Er erhält 9 Angriff. Und das wären die Möglichkeiten, die wir jetzt gerade haben. Er hat 0 Münzen, also können wir auch nichts aufwerten. Und hier haben wir die Startergruppe. Die belassen wir jetzt Wie ihr erstmal sehen so. könnt, mangelt es hier nicht an Arbeit. Ihr solltet euch eine Aufgabentafel anlegen, um eure Arbeit im Blick zu behalten und um weitere Überraschungen zu vermeiden. Das heißt, Gasthaus, Lagerfeuer. Wir bauen uns noch ein Lagerfeuer. Werden um Hilfe bei ihren eigenen Aufgaben bitten. Schaut es euch mal an. Aha, hier haben wir auch wieder Probleme. Überreißt ins Brachland und schließt das Kopfgeld wilder Stacheleber aus. Ab. Wählt diese Aufgabe aus, um die Belohnung anzusehen. Wo Meine ist die? Geduld schwindet. Lasst ihn das eine Lehre sein, niemand widersetzt sich uns. Ist natürlich auch nur noch das Tutorial. Reißt ins Brachland und schließt das Kopfgeld wilder Stacheleber ab. Und was gibt's denn hier? Erhalte zufällige Söldner, Söldnerporträts oder Söldnermünzen. Und Rokara unterstützt uns hier dabei, so wie es aussieht. Das finde ich, ja. Ihr werdet einen Transport zu eurer nächsten Mission brauchen. Wo steckt dieser Magier? So, wir dann noch ein Reisepunkt, ein Schnellreisepunkt. Kriegen wir auch noch. Vierbeiniges Tempogerät. Das ist ein Pferd. Ich wollte ein Portal. Zuss. Portale brauchen Zeit. Ganz zu schweigen von teuren Reagenzien. Und Talent? Abgemacht. Schnappt euch, was ihr braucht und macht euch auf den Weg. Und nehmt Mana-Sturm mit. Vielleicht frischt ein Ritt auf seinem Pony sein arkanes Wissen auf. Und da haben wir den nächsten Söldner. Versuchen den Reisepunkt. Und jetzt könnte ich ins Brachland reiten, aber das mache ich in einem anderen nächsten Hearthstone-Tutorial. Let's Play. Ich hoffe, bis hierher hat euch das Söldner-Spiel gefallen aus Hearthstone. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder hier reinschaut oder mir auf meinem Twitch-Kanal folgt, um beim Live-Gaming dabei zu sein. Auch da spiele ich sehr häufig Indie-Horror oder eben World of Warcraft mit der Gilde United, Biervernichter, Raids und M-Plus-Instanzen im gemäßigten Level. Kein Progress, aber trotzdem spaßig. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Resttag, Restabend, je nachdem, wann ihr gerade guckt. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinguckt und den Kanal abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Für heute bin ich raus, aber heute ist nicht aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Bis die Tage. Tschüss, ciao. Auf Wiedersehen.